Hallo, liebe Space Hunter. Wolltest du immer schon mal deine eigene Cloud betreiben? Mit Nextcloud ist das unter Linux ganz einfach möglich. Ich zeige dir heute, wie du Nextcloud auf deinem Linux-System installieren kannst. Du kannst die Anleitung auf jedem Linux-System nachbauen. Ich empfehle dir aber den Einsatz meiner Distribution TuxFizz. Diese basiert auf Debian und ist neu auch in einer sogenannten Mini-Variante erhältlich. Die Mini-Variante enthält ein abgespecktes Paketportfolio und eignet sich daher sehr gut für die Einrichtung deines Servers. Für die Installation werden wir Snap einsetzen. Snap ist ein Paketformat, das aus dem Hause Canonical stammt. Canonical entwickelt unter anderem auch die Distribution Ubuntu. Um Snap auf deinem Debian oder TuxFizz-System zu installieren, kannst du einfach den Paketmanager nutzen. Hier auf snapcraft.io werden alle Installationsanleitungen für verschiedene Distributionen aufgeführt. Verwendest du zum Beispiel OpenSUSE, kannst du einfach hier auf den Bereich klicken und dann Snap dort installieren. Ich wähle hier die Variante Debian und führe diesen Befehl im Terminal aus. Sudo apt install snapd. Snapd ist der Daemon für die Nutzung von Snap. Hier wird er bereits im Hintergrund installiert und ich schaue mal, was die Anleitung noch so verspricht. Hier im nächsten Schritt wird empfohlen, Snap selbst über Snap zu aktualisieren, nämlich das Core Snap. Das kann ich einfach ausführen, sudo snap install core. Das dauert eine kleine Weile. Auch die Nextcloud werden wir, wie gesagt, als Snap-Paket installieren, denn es ist die einfachste Möglichkeit, eine Nextcloud auf deinem System zu betreiben. Du musst keinen Webserver konfigurieren, keinen Proxy. Das Beziehen der Zertifikate ist ganz einfach. Ich zeige dir genau, wie das alles funktioniert. Jetzt hat er hier im Hintergrund schon das Snap für das Core aktualisiert und installiert. Als nächstes führe ich jetzt sudo snap install nextcloud aus und lade jetzt hier schon mal Nextcloud herunter. Wir möchten ja, dass deine Nextcloud nachher über das Internet erreichbar ist. Ich empfehle dir dazu, PageKite zu nutzen. PageKite habe ich bereits schon einmal in meiner Anleitung zur Freedombox erwähnt. PageKite ist ein Dienst, mit dem du deinen Server bei dir zu Hause einfach aus dem Internet erreichbar machen kannst, ohne eine Konfiguration an deinem Router vornehmen zu müssen. Das ist ganz wichtig, denn die Router-Konfiguration ist immer sehr kompliziert und mühsam. Registriere dich also auf pagekite.net, das kannst du machen über den Register-Button und dann landest du hier in deinem Konto. Hier sehe ich jetzt meine sogenannten Kites. Eine Kite ist eine Domain. Mein Kite heißt jetzt hier tuxfizz.pagekite.me. Hier habe ich jetzt für diese Demonstration auch noch ein Secret definiert. Du findest aber auch dein Default Secret hier in deinen Detaileinstellungen. Du hast also ein PageKite registriert und ein Secret, denn das werden wir gleich brauchen. Wir können also parallel, während hier im Hintergrund die Nextcloud bereits installiert wird, das PageKite schon mal konfigurieren. PageKite liegt unter Debian als Paket vor. Wir müssen also nicht der Anleitung auf pagekite.net folgen. Wir können einfach sudo apt install pagekite ausführen und schon wird das Paket für PageKite installiert. Grundsätzlich ist PageKite bis zu einem gewissen Grad gratis nutzbar. Danach fällt das sogenannte Pricing an. Das Pricing erfolgt aber in so einem Pay what you want Modell. Das heißt, du kannst zahlen, wie viel dir dieser Service wert ist. Ich finde das ein ganz schönes Modell. Ich selber nutze es bei mir nicht. Ich kann es aber sehr gut nachvollziehen. Jetzt ist PageKite bereits installiert worden und wir müssen es konfigurieren. Die Konfiguration erfolgt hier unter Debian oder TuxFizz in dem Verzeichnis etc/pagekite.de. Dort gibt es einige Konfigurationsdateien. Wir schauen uns doch mal die erste an. Nano 10 Underline Account. Oh, da komme ich gar nicht rein. Denn es handelt sich um eine Systemkonfigurationsdatei. Als normaler Benutzer kann ich diese nicht öffnen.
Ich muss also sudo voranstellen. Sudo nano accounts. Jetzt kann ich hier als erstes mal meinen Kite-Namen angeben. Der heißt ja bei mir tuxvis.pagekite.me. Bei dir heißt der wahrscheinlich anders, so wie du ihn genannt hast. Dann das Passwort, das Kite-Secret, das wäre jetzt Space Fun, Ausrufezeichen, nicht zu verwechseln mit deinem Account-Passwort bei PageKite. Hier ist ganz wichtig, du musst jetzt hier diese Zeile auskommentieren, denn wenn du das nicht machst, startet der Dienst nicht. Auskommentieren kannst du, indem du die Raute davor einfügst. Denn Raute signalisiert, dass es sich bei dieser Zeile um eine Kommentarzeile handelt. Ich sage jetzt Ctrl oder Steuerung O, Ctrl X, beende das Ganze und die Basiskonfiguration ist schon erfolgt. Wir möchten ja jetzt, dass der Dienst über HTTP und HTTPS im Internet erreichbar ist. Dazu können wir uns hier diese Beispielkonfiguration kopieren. Sudo copy 80httpd.rc.sample, sample heißt Beispiel, nach 80httpd.rc. Denn PageKite liest nur Konfigurationsdateien ein, die mit RC enden. Sample-Dateien werden nicht interpretiert. Jetzt kann ich diese auch mal mit Nano öffnen. Nano 80 underline httpd.rc und sehe, der HTTP-Service ist schon aktiv, der HTTPS-Service aber noch nicht. Ich muss also diese Zeile hier für HTTPS kommentieren, also das Kommentarzeichen entfernen, indem ich die Raute lösche. Sage ich, oh, aha, ich bin jetzt wieder nicht als Root drin. Nein, ich muss das Ganze natürlich als Root ausführen. Sudo, ich sage jetzt hier wieder die Raute weg. Ctrl-O, Ctrl-X und schon ist die Konfiguration erfolgt. Jetzt kann ich den Dienst starten. Sudo systemctl start PageKite. Jetzt schaue ich mal mit Status, sudo systemctl status, ob der Dienst gestartet wurde. Ja, hier ist alles grün. Active Warning. Das ist schon mal sehr gut. In der Zwischenzeit ist hier auch die Nextcloud bereits installiert worden. Ich kann jetzt schon über Localhost auf meine Nextcloud zugreifen. Ich gebe im Browser dazu einfach mal Localhost ein. Als erstes wird hier der Einrichtungsassistent gestartet. Der fragt mich nach einem Admin-Konto, das ich gerne anlegen möchte. Ich gebe hier meinen Benutzernamen ein, Tux zum Beispiel, und ein Passwort, was ich gerne verwenden möchte. Und sage hier schon mal installieren. Jetzt ist das Ganze natürlich hier nur über HTTP und nicht verschlüsselt erreichbar. Wir müssen also noch HTTPS aktivieren. Als erstes nutzen wir dazu ein sogenanntes Self-Sign-Zertifikat. Das ist ein selbstsigniertes Zertifikat und das hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn im Browser dann hier ein Schloss angezeigt wird, aber das wird so ein bisschen komisch angezeigt mit einem Kreuz dadurch oder so, dann heißt es, das ist wahrscheinlich selbst signiert. Das heißt, du hast selber deine eigene Identität bestätigt. Das ist natürlich nicht gerade sinnvoll, aber für den ersten Start reicht es. Ich habe hierfür einige Befehle schon mal vorbereitet und für dich herausgeschrieben. Dieser Befehl hier ermöglicht mir die Aktivierung des Self-Sign-Zertifikats. Ich füge den hier mal ein, sudo snap one, also snap, Paketformat und Steuerung für one für ausführen, nextcloud.enableHTTPS und dann musste aber noch ein Parameter hinten dran. Ich könnte jetzt auch minus h eingeben, enableHTTPS minus h und würde dann verschiedene Optionen hier aufgeführt kriegen. Ich möchte jetzt als erstes mal self-signed ausführen, also enableHTTPS self minus signed. Jetzt wird ein Self-Sign-Zertifikat generiert und gleich auch noch automatisch aktiviert. Der Webserver ist in dem Snap-Paket mit drin. Das heißt, du musst dich um diese Webserver-Konfiguration gar nicht kümmern. Das ist wirklich super einfach. Und er erstellt jetzt das Zertifikat und bindet es bei dir in den Webserver ein. Jetzt hat er hier wahrscheinlich schon den Redirect ausgeführt, weil er den Webserver neu gestartet hat. Localhost. Schauen wir mal, das dauert immer eine kleine Weile. Das kann ich mal zumachen hier. So, jetzt sagt er, Warnung, mögliches Sicherheitsrisiko erkannt, da es sich um ein Self-Sign-Zertifikat handelt. Ich bin ja immer noch auf Localhost unterwegs. Dafür kann ich mir kein vertrauenswürdiges Zertifikat beziehen. Ich sage jetzt mal Risiko akzeptieren und fortfahren und bin hier wieder auf meiner Nextcloud. Ich kann mich jetzt hier mit meinem Tux-Benutzer wieder anmelden, den ich vorher erstellt habe.
und sehe dann das Nextcloud Interface. Der Start von der Instanz, von dem Snap, dauert immer ein bisschen, seid also nicht ungeduldig, wenn kurz mal ein Fehler erscheint, probiert es einfach eine Minute später nochmal. Ich empfehle euch, die Installation übrigens auf Hardware durchzuführen oder in einer sehr gut ausgestatteten virtuellen Maschine. Falls ihr eine virtuelle Maschine nutzt zur Installation eurer Cloud, dann müsst ihr unbedingt das Netzwerk auf den Typ Bridged umstellen. Standard ist normalerweise NAT, das funktioniert da nicht richtig. Also stellt bitte auf Bridged um. Meine Nextcloud ist hier auf Localhost schon verfügbar. Ihr seht jetzt hier das vorher erwähnte Schloss mit dem Ausrufezeichen dran. Verbindung ist sicher, weil es self-signed ist. Das müssen wir jetzt nachher noch ändern. Jetzt haben wir ja schon mal PageKite aktiviert. Wir haben unsere Domain tuxvispagekite.me und ich kann mal prüfen, ob ich darauf schon zugreifen kann. tuxvispagekite.me. Hier sagt er jetzt natürlich auch schon, oh, nicht vertrauenswürdig. Zertifikat anzeigen könnte ich jetzt hier noch. Erweitert. Zurück, Self-Sign-Zertifikat. Also das hat jetzt natürlich, komme ich da jetzt noch nicht drauf. Das ist selbst signiert und da will er nicht drauf. Jetzt sage ich nochmal HTTP davor. Erweitert. Das müsste ich jetzt als Ausnahme hinzufügen. Wir möchten jetzt aber natürlich ein richtiges Zertifikat haben. Und das kann man jetzt schon aktivieren, weil meine PageKite ist schon verfügbar. Und ich kann jetzt hier ein echtes Zertifikat unter dem Namen dieses PageKites beziehen. Wie das geht, habe ich hier bereits auch schon mal herausgeschrieben. Und das kopiere ich euch jetzt mal hier in die Kommandozeile. Sudo snap1 nextcloud.occ, das ist das Command-Line-Konfigurationsinterface für OCC, mit dem man Konfigurationseinstellungen von der Nextcloud bearbeiten kann. Und zwar die Konfigurationseinstellung config system set, also setze trusted underline domains 1, value, minus minus value und dann meine Domain, also jetzt hier in dem Fall tuxvis.pagekite.me. Jetzt sagt er mir hier, ja, dieser Wert wurde erfolgreich gesetzt. Jetzt muss ich noch mal einmal das Snap, also die Nextcloud-Instanz, neu starten, damit das Ganze auch aktiv wird. Jetzt habe ich die Domain hier schon mal aktiviert und jetzt kann ich tatsächlich das Zertifikat beantragen. Dazu kann ich jetzt einfach wieder den Befehl von vorhin aufrufen und zwar sudo snap1nextcloud.enable.https, jetzt aber nicht mit self-signed, sondern mit let's encrypt. Jetzt fragt er mich hier ein paar Sachen ab. Ja, stimme zu, enter E-Mail-Adresse, gebe ich jetzt meine E-Mail-Adresse ein. So, Domain, jetzt muss ich hier wieder angeben, tuxvis.pagekite.me. Und jetzt versucht er, das Zertifikat für mich zu beziehen. Das geht natürlich nur, wenn dein PageKite aktiv ist, denn dann ist der Service auch unter dem Namen, nämlich tuxvis.pagekite.me, aus dem Internet erreichbar. Das hat er jetzt gemacht und jetzt hat er hier gleich auch noch den Webserver neu gestartet. Versuchen wir doch nochmal auf die Domain zuzugreifen. tuxvis.pagekite.me. Und ich sehe da, meine Nextcloud startet. Ich habe hier ein richtiges Zertifikat und zwar mit Let's Encrypt und kann mich jetzt hier auch an meiner Domain anmelden. Jetzt müsste ich mal schauen, ob das schon funktioniert. Melde an. Diese Domain https://tuxvispagekite.me oder halt die, die du ausgewählt hast, kannst du dann auch im Nextcloud Sync Client angeben, um die Synchronisation von überall her durchführen zu können. Du hast also jetzt hier mit PageKite und Snap eine Nextcloud aufgesetzt, ohne dass du den Router konfigurieren musstest, ohne dass du irgendeine Webserver-Konfiguration erstellen musstest oder einen Proxy konfigurieren musstest oder sonstige Dinge. Mit diesen einfachen Mitteln kannst du bei dir zu Hause ganz schnell deine eigene Nextcloud betreiben. Und sie ist dazu noch sicher, denn sie wird einfach über Snap aktualisiert. Du musst dich also auch darum nicht wirklich kümmern. Probiere es aus, schreibe mir in den Kommentaren, wie es dir gegangen ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und vergesst bitte nicht, auch unsere Telegram-Community beizutreten. Denn dort tauschen wir uns regelmäßig zu aktuellen Themen rund um Linux und freier Software aus. Ich freue mich auf deinen Besuch. Bis bald. Tschüss.